Ich bin Leon, ich bin 22 Jahre jung und im ersten Ausbildungsjahr bei KIS und ich lerne den Konstruktionsmechaniker im Einsatzgebiet Schweißtechnik. Ich bin Olli, ich mache eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker und ich bin im dritten Lehrjahr. Mein Name ist Ralf Teubner, ich bin Ausbildungsbeauftragter bei der KIS mit Sitz im Teichland. Wir haben auch einen Stützpunkt in Wolfen. Bevor ich hier meine Ausbildung begonnen habe, habe ich schon einmal was gelernt, und zwar den Elektroniker für Automatisierungstechnik. Da mir dieses Berufsfeld aber nicht so gelegen hat und auch nicht so Spaß gemacht hat, habe ich mir dann doch nochmal nach über anderthalb Jahren Ausbildung doch nochmal gedacht, ich wechsle oder breche halt ab, mache nochmal einen neuen, gucke mich nochmal um in einem neuen Berufsfeld, dass ich was finde, was mir Spaß macht. Und dann bin ich hier zu KIS gekommen, Metalltechnik, Schweißtechnik, alles rund um körperliche Arbeit und so, und das liegt mir einfach mehr, macht mir viel mehr Spaß, und deswegen bin ich auch ziemlich glücklich, hier zu sein. Ich habe schon mal eine Ausbildung in einem Metallbau angefangen, die habe ich aber zeitnah abgebrochen, weil ich dort nicht viel lernen konnte und mehr oder weniger überall immer nur rumgeschickt wurde. Und daraufhin habe ich mich bei der KIS beworben, weil ich mehr mit Schweißen machen wollte. Also insbesondere mit Schweißen. Und meine Aufgaben in der Ausbildung hier sind Bohren, Feilen, Sägen, Gewindeschneiden, Blechbearbeitung und zum Schweißen eher dann Brennschneiden, Schleifen. Unsere Berufsschule ist in Lauchhammer und sehr entspannt zu erreichen aus Cottbus und Umgebung. Und wir machen da halt, also lernen die Lernfelder von 1 bis 8. Also das beinhaltet alles Mögliche, was mit Metalltechnik und Schweißen zu tun hat. Und dann hat man außerdem noch, haben wir Deutsch, Englisch, Mathematik und Wirtschafts- und Sozialkunde. Wir bilden aus, um Nachwuchskräfte zu gewinnen und um euch eine Zukunft zu geben. Wenn euch der Ausbildungsberuf interessiert, dann lasst es funken.